Wenn du aus heiterem Himmel von deinem Narzissten entsorgt wirst, eventuell sogar eine Heirat kurz bevorstand und er sie von einer Minute auf die andere einfach so per WhatsApp Schluss macht, dann kannst du noch froh sein, wenn sie zum Schluss noch etwas sagen wie: Ich wünsche mir, dass du mit deinem Gefühlschaos klarkommst. Denn sie wissen ganz genau, und das ist der Beweis, was sie dir antun. Aber eine Minute später haben sie bereits ihren neuen Supply im Arm und du liegst gebrochen am Boden. Viele Narzisstenopfer erhalten gar nichts. Auf einmal ist er sie nicht mehr da. Der Narzisst hat sich scheinbar in Luft aufgelöst. Überleg mal, was das im Kopf des anderen hervorruft. Und deswegen kann ich die Person verstehen, die ich unlängst im Coaching hatte und die fragte, ob sie lernen könne, wie man selber zum Narzissten wird. Sie war lange Jahre Opfer einer narzisstischen Beziehung und hatte das Gefühl, nachdem es ihr halbwegs wieder gut ging, dass einige Verhaltensweisen ihres toxischen Ex-Partners auf sie abgefärbt hatten. Und sie fühlte sich tatsächlich zum Teil so, als wäre sie wie von einem Narzissten-Virus infiziert worden. Sie sagte, ihr Herz fühle sich kälter an, sie möge niemanden mehr und vertrauen würde sie ohnehin niemanden mehr. Das sei ja auch bei ihrem Ex-Partner so gewesen, sagte sie, und schließlich könne man mit einer narzisstischen Person oder Einstellung auch wesentlich mehr im Leben erreichen. Also, zunächst, Narzissmus ist natürlich nicht ansteckend, sondern beruht auf einer meist sehr schweren traumatischen Kindheitserfahrung, Kindheitstrauma. Narzisstische Tendenzen aber hat jeder in uns, aber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist nochmal was völlig anderes. Ja, diese Menschen erscheinen unbesiegbar. Warum? Nicht wegen ihres überhöhten Selbstwertgefühls, sondern wegen ihrer Empathielosigkeit. Wie ich in einem vergangenen Video bereits aufzeigte, wird selbst ein Mensch, der einen genauso hohen Selbstwert, Selbstbewusstsein wie ein Narzisst hat, wenigstens aber auch über ein geringes Maß an Empathie verfügt, gegen einen Narzissten immer den Kürzeren ziehen. Da er zwar seine Ziele dank seines Selbstwertes genauso intensiv verfolgt wie ein Narzisst, jedoch spätestens dann zurücksteckt, wenn er zur Durchsetzung dieser Ziele Menschen gefühlsmäßig zu sehr verletzen müsste. Deswegen hat er auch keine Chance gegen einen Narzissten, Chance in Anführungszeichen. Er wird zwar klar machen, was er will und in der Beziehung auch verlangt, aber wenn der Narzisstenpartner vermeintlich gekränkt oder seine Maske aufsetzt und ein Trauerschauspiel aufführt, dann würde dieser selbstbewusste Partner einknicken und zurückziehen. Eben weil er ja im Gegensatz zum Narzisst empathisch ist und Gefühle zeigt. Gegen einen Narzisst kannst du also nur als Narzisst mithalten. Und genau darum bekam ich diese Anfrage von einer Coaching-Kundin. Sie wollte ebenso kalt wie ein Narzisst werden. Krass. Was ist von diesem ungewöhnlichen Ziel zu halten? Nichts. Denn selbst wenn es funktionieren würde, du müsstest dann auch mit den Nachteilen eines Narzissten leben müssen. Die ständigen Konflikte und Reibereien mit dir selbst, deinem Umfeld und deinen Beziehungen. Du würdest niemals eine dauerhafte, glückliche Beziehung führen können. Du lebst in ständigem Misstrauen und musst immer hohen Aufwand betreiben, deine Narzisstenmaske aufrechtzuerhalten und deine Schwächen zu verbergen. Denn der Narzisst muss ja nach außen immer perfekt erscheinen. Du verleugnest dein wahres Ich, also dein Leben lang selbst. Ja, du hast das Gefühl grenzenloser Macht anderen gegenüber. Du hast ja gesehen, was diese narzisstische Beziehung aus dir machen kann. Wie du um Liebe bettelst, auch wenn du in der Beziehung belogen und mehrfach betrogen wirst. Bedenke, ein Narzisst mit Persönlichkeitsstörung hat das sein ganzes Leben lang trainiert. Er kennt alle Manipulationstechniken und wendet diese dank jahrzehntelanger Übung perfekt an. Du wirst also nie auf sein Level kommen. Und selbst wenn das möglich wäre, du müsstest deine Gefühlswelt, deine Emotionen komplett abstellen.
Aber gerade die machen doch nicht nur Leid, sondern auch Freude im Leben aus. Darauf, echte Gefühle, muss ein Narzisst verzichten. Klar, im Moment der Trennung denkst du vielleicht, so wie meine Klientin, das schmutzige Handwerk des Narzissten, das lerne ich auch. Aber kann das wirklich erstrebenswert sein, ein Leben lang mit Selbstbetrug zu verbringen und andere Menschen zu zerstören? Ich glaube nicht.